Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute geht es ums Thema Cummins, Meisterwerk oder Müll. Und was mit diesem reißerischen Titel gemeint ist und warum ich überhaupt darüber sprechen möchte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ihr habt abgestimmt und also in der Community-Funktion und mit weit über 40% bekam dieses Mal das Video Cummins Meisterwerk oder Müll den Zuschlag aus unserer Sammelkarten-Check-Reihe, das ja schon des Öfteren in der Umfrage angeboten wurde, aber bisher immer überstimmt wurde. Diesmal hat es den Zuschlag tatsächlich, wahrscheinlich weil die Alternativen nicht so prickelnd waren. Aber ich denke doch, es ist mal ein ganz interessantes Thema, auch über die wohl am wenigsten beachtete Rarität im kompletten Spiel zu reden, nämlich der Cummin. Bevor wir jetzt allerdings anfangen, möchte ich meine neuen Abonnenten hier auf dem Kanal willkommen heißen, nochmal kollektiv. Einen Tag nach dem Gastvideo von Random Brain wird das jetzt hier gedreht, ein oder zwei Tage später kommt es da raus. Aber zum aktuellen Zeitpunkt hat mein Gastvideo, ich glaube, 3600 Aufrufe. Wir haben 200 Abonnenten dazu bekommen, das ist eine schöne Zahl. Wir haben die 3000 Abos geknackt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich gar nicht so weit weg war von den 3K. Ich glaube, es haben noch 70 Abos gefehlt oder so. Und dementsprechend befinden wir uns zum aktuellen Zeitpunkt bei 3138 Abonnenten. Bei euch dürfte wahrscheinlich schon 3041 angezeigt werden, da das ja immer in 10er Schritten zählt und ich glaube ab der 7 aufrundet. Jedenfalls wünsche ich euch eine Menge Spaß hier auf dem Kanal und ich hoffe, ihr werdet euch wohlfühlen. Ich werde wohl demnächst auch in Form eines Community-Beitrags eine kleine Liste der Videoempfehlungen raushauen von Videos, die natürlich besonders ansprechend sind, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir aber mal zurück zum Thema. Ja, warum möchte ich überhaupt darüber sprechen? Warum empfinde ich das als wichtig? Ja, Cummins sind, um das erstmal zu klären, die häufigste und unspektakulärste Rarität, wenn man das überhaupt so nennen kann, im ganzen Spiel. Es glitzert absolut nichts, außer das Auge von Anubis und das ist ja auch keine Effekthascherei, sondern dient halt einfach nur der Fälschungssicherheit. Abgesehen davon weisen diese Karten einfach nichts, ich sag mal, fancy-mäßiges oder in Anführungszeichen Spannendes auf. Darüber hinaus sind sie natürlich unglaublich häufig, man zieht sie pro Pack, je nachdem um welches Set es geht. Wenn es jetzt ein Star-Pack ist, zieht man halt zwei Cummins pro pro Booster. Wenn es zum Beispiel ein Mega-Pack ist, dann zieht man, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube eher so 10 oder 11 Cummins. Genau weiß ich es gerade gar nicht. Aber ja, das bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, eine Cummin ist an und für sich nichts Besonderes, wenn es um das hier geht. Also man wird mit Cummins nicht reich, es sei denn, es handelt sich dabei um Tournament Pack 2 Cummins oder McDonald's Pack Cummins oder vielleicht meinetwegen in 20 Jahren auch OTS Cummins. Aber so mit den normalen Booster Cummins wirst du natürlich jetzt nicht sonderlich reich. Vielleicht geht mal eine hoch auf den Euro, wenn sie gerade extrem spielstark ist, aber da wird sie nicht lange bleiben. Denn sobald sie das nicht mehr ist, wird sie wieder in den 2-Cent-Bereich rutschen. Ich habe hier jetzt mal 4 Beispiele mitgebracht, die wir uns angucken möchten. 3 positive Beispiele, ein neutrales Beispiel, ein Negativbeispiel konnte ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich gar nicht finden, obwohl es sie natürlich gibt, gar keine Frage. Und ja, warum bin ich jetzt überhaupt der Meinung, dass man darüber sprechen muss? Ich persönlich finde natürlich auch, dass an einer Cummin dahingehend nichts Besonderes ist, dass sie halt nicht mit Effekthascherei irgendwie optische Defizite kaschiert. Denn es ist häufig so, dass Raritäten wie Ultimate oder Ghost Rare einfach, ich sag mal, im Artwork befindliche Defizite verstecken. Das heißt, wenn ein Artwork jetzt zum Beispiel nicht so Bombe ist, dann muss man einfach eine Mörderrarität drüber prügeln und dann sieht das wieder richtig fancy und fett aus. Und ich persönlich finde, die Cummin ist die ehrlichste Rarität überhaupt, denn hier kann man nur das Bild bewerten und nicht das Finish des Bildes, welches ja durch den Effekt erzeugt wird. Und auch hinter einer Cummin steckt unglaublich viel Arbeit. Es steckt eine Idee, es steckt ein Effekt, der erstmal ins Spiel eingebunden werden muss. Ob der jetzt gut ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und ja, ich rede jetzt vom Monster-Effekt tatsächlich oder vom Zauber- und Fallkarten-Effekt. Aber das sind alles Dinge, das ist alles Arbeit, die hinter einer solchen Karte steckt. So, nicht umsonst arbeitet Konami ja monatelang auf Hochtouren, um ein neues Set dann auch tatsächlich in 3 Monaten, also in diesem 3-Monats-Intervall herauszubringen, wenn man jetzt von Main-Sets spricht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die auch gewürdigt gehört. Dazu kommt natürlich, dass es ja 2 Arten von Sammlern gibt. Es gibt die Sammler, die sammeln einfach mit dem Herzen, so wie ich es persönlich auch als richtig empfinde. Ja, also die gucken aufs Aussehen, sagen sich, das ist schön, das möchte ich haben, das möchte ich mir angucken, da freue ich mich drüber. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, Geld, Geld, Geld. Ja, so, das sind natürlich die Leute, die sagen, Cummins sind Abfall. Ne?
Die wollen nur hier Shiny und Funky und hast du nicht gesehen und PSA und Wertanlage und Geld und ganz wichtig und nochmal Geld und noch mehr Profit und noch mehr Profit aus der Karte rausquetschen. Die liegen aber 5 Cent mehr, deswegen will ich 5 Cent haben und ihr wisst schon, was ich meine. Die Leute, die mir halt richtig zum Hals raushängen. Jedenfalls sind das natürlich Leute, die damit nichts anfangen können. Werttechnisch muss man natürlich sagen, mit einer Kamen wird man, wie bereits gesagt, nicht reich. Optisch gesehen ist es allerdings so, dass es so viele schöne Kamens gibt, zu denen es auch keine Holo-Alternative gibt. Und die man, wenn man sie haben möchte, ja ohnehin als Kamen sammeln muss. Aber sie werden teilweise einfach nicht gesammelt, einfach nur, weil sie eine Kamen sind. Und das ist halt einfach unglaublich traurig. Denn ich habe hier zum Beispiel 3 Beispiele, die durch ein extrem schönes Artwork glänzen. Zu diesen 3 Karten gibt es natürlich Holo-Alternativen. Die beiden hier sind als Super Rare im Megapack 2019 rausgekommen. Ich glaube, Leonis war eine Super Rare in einem OTS-Tournament-Pack. Nur zu Marienzessinnensturm gibt es zum Beispiel keine Alternative. Ich möchte auch mit Marienzessinnensturm anfangen, denn das ist tatsächlich mein, ich sag mal, neutrales Beispiel für diese Folge. Ja, was zur Hölle hat der Junge? Warum neutrales Beispiel? Es gibt in meinen Augen 3 Arten von Artworks. Die guten, die mittelprächtigen und die schlechten. So, und das hier ist nun mal eins der mittelprächtigen Artworks. Wenn ihr mal ein Beispiel an der Karte haben wollt, die ich richtig ugly finde, dann sei da erwähnt der Unteroffizier Elektro aus Photon Shockwave, kam dort in Ultra und Ultimate Rare raus. Meiner Meinung nach eine Karte, die vom Design her wirklich unterste Schublade ist. Also sie gefällt mir gar nicht. Da kann auch der Ultimate Rare-Effekt nichts dran ändern. Das ist jetzt zum Beispiel eine Karte, die ich auch bewusst gewählt habe. Also ich habe nicht irgendwo reingegriffen, irgendwas rausgeholt. Ich habe natürlich was bei gedacht. Und zwar möchte ich auch über diese Karte das ganze Zauber- und Fallenkartenproblem ansprechen, denn das betrifft ja auch den Kamen-Bereich. Zauber- und Fallenkarten der heutigen Zeit haben nun mal das Problem, dass sie einfach zu overdesigned sind. Wenn man sich die Karten anschaut, hat das Gehirn einfach viel zu viele Details, das verarbeitet werden muss oder die verarbeitet werden müssen. Und aus diesem Grund ist es halt recht schwierig, hier einen Wiedererkennungswert zu finden. Also es gibt teilweise Zauber- und Fallenkarten, die kenne ich schon seit Jahren, habe sie schon 20.000 Mal gesehen und jedes Mal habe ich das Gefühl, wenn ich die Karte in der Hand halte, ich halte eine Karte in der Hand, die ich das erste Mal gesehen habe, weil ich mir einfach das Artwork nicht merken kann. Es ist zu viel, es ist einfach zu viel. Natürlich möchte ich an der Stelle auch wieder die Arbeit betonen, die dahinter steckt, diese großen, ich sag mal fast schon Schlachtengemälde zu zeichnen, hier mit Crawlern und Crusadia oder hier Weltvermächtnis und hast du nicht gesehen und hier noch eine Explosion und da noch ein Effekt und zack und Laser und ist natürlich alles sehr schwierig, ja, das stimmt, aber es ist einfach too much. Bei Marienzessinnen oder bei Marienzessin Storm ist es tatsächlich so, es ist noch nicht overdesigned, wir haben hier noch ganz klar einen Wiedererkennungswert, es ist halt einfach nur ein Wasserstrudel mit einem Marienzessin-Monster. Ich bin ohnehin kein Marienzessin-Fan, sagen wir es mal so. Es gibt ein paar schöne, aber ich bin kein Fan davon. Das ist tatsächlich, zumindest im Kamen-Bereich, noch eine recht positive Überraschung, wie ich finde. Alles in allem halte ich dieses Artwork allerdings doch für sehr mittelmäßig. Sieht tatsächlich, wenn man es so als 9er Reihe aufreiht, so wie ich es gerne auf Instagram mache, ich habe tatsächlich auch ein Foto von denen hier als 9er Set. Instagram, ihr seht es hier unten, gerne auch mal folgen oder wenn ihr ein bisschen quatschen wollt, könnt ihr mir da auch schreiben. Genau. Und da sieht das tatsächlich am besten aus, aber so als Einzelnes ist das recht aussagelos. Und da würde auch ein Holo-Effekt bedingt nichts ändern. Wenn das hier eine Ultimate wäre, würde das krass aussehen. Als Ultimate Rare, glaubt ihr, die Karte würde krass aussehen? Die würde krass aussehen, oder? Aber das liegt nicht am Design, das liegt am Ultimate Rare-Effekt, der gut zu der Karte passen würde. So, das heißt, dieser Ultimate Rare-Effekt, der hebt die Stufe der Karte, was die Optik angeht, um ca. 500% an. Und deshalb muss ich sagen, Kamens sind da doch die ehrlichere Variante, oder? Denn wenn wir was toll finden, dann ja wohl das Artwork und nicht den Effekt. Und wie bereits gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, dass eben diese Kamens und Grace, wollte ich schon fast sagen, dass eben diese Zauber- und Fallenkarten haben. Dementsprechend habe ich das jetzt einfach mal so als mittelprächtiges Beispiel rangeholt. Ein Negativbeispiel wollte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht ranholen. Und dann schließen wir die Karte mal ab und kümmern uns jetzt mal um die schönen Dinge des Lebens. Ja, meine Freunde, ich habe jetzt hier 3 verschiedene Kamen-Karten aus ihrem jeweiligen Hauptset. Alle 3 aus Cybernetic Horizon. Tatsächlich sogar nummernkonform angeordnet. Das ist die Nummer 7, die Nummer 8 und die Nummer 9 des Sets. Also die gehören sogar so. Und ich persönlich muss sagen, das Crusadia-Thema ist im Allgemeinen ein Thema, das durch optisch sehr eindrucksvolle Monster, im Allgemeinen auch Karten, sich halt auszeichnet. Auch wenn ich persönlich finde, dass die meisten Crusadia-Monster jetzt optisch nichts, wie sage ich das jetzt,
nichts Zusammengehörendes haben. Also du siehst ein Monster und würdest jetzt nicht denken, boah, das ist doch ein Crusader-Monster, oder? Sondern die sehen halt alle komplett unterschiedlich aus. Sie haben den gleichen Namen, aber sie haben optisch jetzt keinen Wiedererkennungswert, wie es zum Beispiel bei den Dark Worlds war, durch den gleichen Zeichenstil mit diesen schleimigen Muskeln und diesem Blitz im Hintergrund oder so, sondern das sind alles komplett unterschiedliche Artworks. Darum soll es aber nicht gehen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt zum Beispiel an mit Crusader Arboria, übrigens ein ziemlich cooler Name, wie ich finde. Das ist zum Beispiel ein extrem cooles Kriegermonster, wenn wir uns mal das Artwork anschauen. Ich möchte natürlich auch ein bisschen darauf eingehen. Dann haben wir hier einen ziemlich mystischen Elfen, sage ich mal, sozusagen. Also sehr, sehr mystisch angehaucht die Karte. Optisch sehr anspruchsvoll, vor allen Dingen auch vom ganzen Design. Die ist auch bei uns zensiert. Also beim Original sieht man hier noch ein bisschen mehr Haut. Ist jetzt bei unserer natürlich nicht so. Das haben sie zensiert. Wird also wieder ein Fall für die Lost Arts wahrscheinlich. Dann in Ultra Rare, also der nächste Rarity Upgrade, sage ich mal. Natürlich ist die Karte, weil es einen Super Rare Print gibt, auch nicht wirklich relevant für die meisten Sammler. Ich denke mal, außer vielleicht die Leute, die ihre Sets komplettieren wollen, weil sie nach Sets sammeln, wird die Karte von niemandem gesucht werden. Und suchen muss man sie auch nicht großartig, denn die gibt es ja wie Sand am Meer. Ist ja klar, ist auch noch ein relativ neues Set, ist ja nicht so, als würde man jetzt eine First Edition aus Magic Rule in einem guten Zustand suchen. Und ja, aber an und für sich ist dieses Artwork einfach extrem anspruchsvoll. Wenn man mal guckt, dieses Monster, allein schon die Pose, wie sie da steht mit dem Wind, der so durch diese Haare geht und oben die Sonnenstrahlen, die auf das Monster herabscheinen, während ihre, keine Ahnung, Dienerinnen, nehme ich mal an, ein bisschen so hinten im Schatten sind. Also es ist schon ein sehr eindrucksvolles Artwork, diese Krieger-Lady, sag ich mal, die hier auf diesem Bild zu sehen ist, macht einen unglaublich autoritären Eindruck. Also das ist so eine Respektsperson, das merkt man auch sofort auf dem Bild. Und ich muss sagen, das ist designtechnisch einfach eine absolute Meisterleistung. Natürlich nicht mit Oldschool-Karten vergleichbar, natürlich nicht. Also ganz klar, das ist eine moderne Karte im Zeichenstil, in ihrem Detailreichtum. Aber es ist etwas Wunderschönes, an dem sich das Auge definitiv erfreut. Die Karte hat einen immensen Wiedererkennungswert, trotzdem sie sehr detailreich gezeichnet ist tatsächlich. Und das zeichnet meiner Meinung nach auch eine gute Karte aus. Denn auch wenn ich ein Fan von minimalistischen Artworks bin, so bin ich immer sehr beeindruckt davon, wenn eine Karte sehr detailreich ist und trotzdem im Kopf bleibt. Weil sie einfach doch irgendetwas hat, das sie extrem einzigartig macht. Bei manchen ist das die Farbkombination, bei manchen sind das bestimmte Details in der Zeichnung. Und hier ist es eben einfach das Gesamtbild. Und ich muss sagen, Crusader Arboria ist eine der schönsten Crusader-Monster überhaupt. Wobei ich sagen muss, dass mir die meisten Crusader-Monster absolut gut gefallen. Und ich natürlich auch einem Ultimate Rare Print von denen oder so absolut nicht abgeneigt wäre. Ne? Also es wäre schon mal eine geile Sache, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Also nicht, dass ich wüsste. Außer die Karte wird auf einmal immens spielstark, so unglaublich über mehrere Monate, dann wird sie im OTS-Pack reprintet oder so. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ja, Crusader Arboria, eine wunderschöne Karte. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass diese Karte auch nicht als Common schön ist. Es braucht nicht immer einen Holo-Effekt, um schön zu sein. Diese Karte besticht einfach durch ihr bloßes Artwork. Sie braucht keinen Super Rare, sie braucht kein Ultra Rare. Sie würde tatsächlich als Rare noch ein bisschen besser aussehen als als Kamen. Tatsächlich, ich glaube, Rare ist die Rarität, die für diese Karte gemacht ist. Aber es braucht nicht mehr. Es braucht einfach nicht mehr. So. Und klar, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, Kamen langweilt mich, weil sie halt extrem auf Holos stehen, aber das ist halt nicht mein Standpunkt. Und ich versuche natürlich auch meinen Standpunkt so ein bisschen den Leuten zu vermitteln, denn ihr wisst ja, mein Projekt dient ja dazu, eben auch so ein bisschen von dem finanziellen Aspekt wegzukommen, dass man halt nicht immer alles nur durchs Portemonnaie sieht, sondern halt auch mal wieder ein bisschen mit dem Herzen mitdenkt. Denn das ist eine Sache, die fehlt mir bei vielen Leuten in der Yu-Gi-Oh! Community extrem stark. Das ist eine Sache, die war früher, wo wir noch jünger waren, einfach anders. Da war das alles mit mehr Freude durchsetzt, mit mehr Ausgelassenheit, mit weniger Profitdenken, und das war so schön, Leute, und jetzt ist es eigentlich nur noch Kapitalschlagen. Sagt derjenige mit der Millionen Euro teuren schweren Sammlung, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls haben wir als nächste Karte hier Crusader Leonis, und damit kommen wir zu meiner absoluten Lieblings-Crusader-Karte. Ich meine, guckt euch das mal an. Ihr wisst, ich stehe ja sehr auf dieses Altägyptische in Yu-Gi-Oh! Und ich bin ja Duel-Monsters-Fan tatsächlich, also der ersten Ära, damit bin ich aufgewachsen, und das hier ist ein Löwe, denn also der sieht wirklich aus, als würde er bei einem Pharao am Fußende pennen, ja, also das ist wirklich ein Monster, auch der Background, dieser Sonnenuntergang, und er steht auf dem Felsen, hat ein bisschen was von König der Löwen, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das daran angelehnt ist ein bisschen, aber diese Mähne und diese goldenen ich weiß nicht, wie nennt man das, Haarspangen kann man kaum sagen, also diese goldenen schmückenden Elemente, das ist sowas von krass designt, Leute, sowas von krass, und ich bin natürlich auch jemand, der sich speziell auch die Super Rare gesucht hat, als sie rauskam.
Ich habe ja lange auf den Print in Super Rare gewartet, weil zuerst kam sie ja im Megapack 2019 raus. Da habe ich schon so ein bisschen gestöhnt, weil sie halt wieder einen Come-In hatte, einen Come-In-Print. Ich habe nicht deshalb gestöhnt, weil ich sie als Come-In langweilig finde, sondern weil ich halt einfach fand, wenn man sie schon reprintet, dann bitte in einer anderen Rarität. Hätte auch eine Rare sein können, hätte ich mich gefreut, aber halt nicht nochmal eine Come-In. Aber sehr schön auf jeden Fall. Schaut euch dieses Artwork an. Es ist der absolute Oberhammer. Es ist einfach der absolute Oberhammer. Dieser schwarze Löwe mit dieser goldenen Mähne und diesem ganzen Schmuck hier, wie liebevoll dieses Artwork einfach designt wurde, ist der absolute Hammer. Auch der Fels und der Background, das sieht halt auch ein bisschen aus, als würde es jetzt, keine Ahnung, könnte auch in der Wüste sein. So, man sieht jetzt hier zwar keinen Sand, aber so von der Atmosphäre her locker, ne? Und das ist einfach der Oberhammer. Also dieses Artwork ist der absolute Oberhammer, Leute. Ne? Hier entwickelt sich Konami wieder so ein bisschen back to the roots, wenn man so möchte. Das ist sehr cool. Wunderschönes Artwork. Und auch hier muss ich sagen, warum sieht man diese Karte nirgends? Warum muss sie in irgendwelchen Tinboxen verschimmeln, wenn man sie doch schön präsentieren könnte? Es muss nicht immer Holo sein. So, und ich weiß auch, dass das Interesse an Cummins da ist. Ne? Viele meiner Abonnenten schreien schon seit Jahren nach einer Binder-Vorstellung mit Cummins. Vermutlich wollen sie Oldschool Cummins First Edition, weil die auch etwas Besonderes sind, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich mal so einen Binder vorstelle, dann werde ich rein aus Trotz einen mit modernen Karten nehmen, Leute. Ihr werdet euch zu Tode langweilen. So. Einfach nur aus Trotz. Das werde ich auch definitiv irgendwann mal in Angriff nehmen. Genau, weil ich habe ja hier auch einiges an Vorsortierungsbeinern noch mit Cummins drin und mit Cummins und Rares tatsächlich. Ich glaube, die habe ich gar nicht getrennt. Das habe ich so ein bisschen gemischt gehabt. Aber sehr cool auf jeden Fall. Crusader Leone ist ein wunderschönes Artwork. Das schönste Artwork der Crusaders und meiner Meinung nach eines der schönsten Artworks der in Anführungszeichen moderne, wenn man so möchte. Also hier ist tatsächlich optisch einiges geboten. Holo-Effekt hin oder her. Und das bringt uns zum letzten Beispiel, das ich mitgebracht habe. Nämlich Crusader Draco. Ja, Crusader Draco ist ein auch sehr, sehr schönes Monster. Tatsächlich irgendwie dachte ich am Anfang immer, der steht auf dem Boden oder so. Der halt irgendwie grün ist, dabei fliegt der in der Luft, ne? Julian, du hast wieder alles super mitbekommen. Dieser Crusader ist eine wunderschöne Karte tatsächlich. Der ist natürlich extrem detailreich gezeichnet. Also wenn wir uns hier mal die ganzen Rüstungselemente angucken und auch seinen Körper und die Federn an den Flügeln und so weiter. Hier steckt auch eine Menge Arbeit drin, eine Menge Liebe. Aber auch hier haben sie es wieder geschafft, eine Karte zu entwerfen, die extrem detailreich gezeichnet ist. Und ja, solche Karten gab es damals zu Duel Monsters Zeit auch. Aber die waren meistens extrem spielstark. Also man hat damals bei Duel Monsters, also zu der Zeit, schon mitbekommen, dass Karten, die einen gewissen Status hatten, auch, ich sag mal, detailreicher gezeichnet waren. Zum Beispiel der Chaos Imperator Drache war für damalige Verhältnisse ziemlich detailreich gezeichnet. Oder auch Yata Garasu hier mit den ganzen Federn und so und der ganzen Haptik. Wenn man sich jetzt zum Beispiel dagegen so Karten anschaut wie diese Tigerschildkröte oder so, da ist das ja komplett witzlos, ne? Also damals, es kommt mir zumindest zuvor, war es schon so, dass je minimalistischer ein Artwork war, desto unbedeutender war die Karte im Prinzip, ne? Ich sag nur Yurabi und so. Jedenfalls haben sie es ja auch wieder geschafft, ein unglaublich schönes Artwork an den Start zu bringen, das tatsächlich noch im Kopf bleibt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden Arbeit nötig waren, um dieses Artwork zu designen. Ich bin mir natürlich ziemlich sicher, dass die Leute, die das designen, das verhältnismäßig schnell auf die Kette kriegen, sage ich mal, im Verhältnis zu irgendeinem Hobbyzeichner, weil die das ja tatsächlich jeden Tag machen. Die entwickeln ja permanent irgendwelche neuen Karten für irgendwelche neuen Produkte. Speziell, wenn man zeichnen kann. Und ich kann das leider nicht. Ich bin mir schon mit dem Strichmännchen überfordert, ne? Aber selbst, also wenn man zeichnen kann, wenn man auf diesem Niveau zeichnen kann, sage ich mal, dann denke ich, ist das ein absoluter Traumjob. So, weil dann hat das ja auch was mit Hobby zu tun, würde ich mal sagen. Da hat man halt so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht. Und das spiegelt sich halt auch sehr stark in den Artworks wieder. Also man sieht wirklich teilweise, mit wie viel Hingabe diese Artworks designt wurden. Und das ist so eine Sache, die mich immer wieder fasziniert und die mich immer wieder freut. Natürlich ist es nicht wie damals hier Oldschool irgendwie alles mit der Hand zeichnen oder so. Nein, die haben jetzt natürlich neue oder im Allgemeinen einfach Programme, wo sie wahrscheinlich auf dem Tablet zeichnen. Man hat ja auch gesehen, wo Katsuki Tarashi den Blue Eyes designt hat. Es gibt ja auf YouTube ein Video, da sieht man, wie dieser eine Blue Eyes mit Kaiba vorne dran, den es bei uns im TCG noch nicht gibt, wo der von Katsuki Tarashi gezeichnet wird. Das sieht man, glaube ich, so ein bisschen im Zeitraffer. Und der hat natürlich Kolorationsprogramme und zeichnet das so ein bisschen hier. Also die Grundskizze zeichnet er, glaube ich, mit einem Stift. Und dann wird das auf so ein Tablet übertragen und dann werden da die Konturen nachgemacht und so weiter. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist es Handarbeit. Ob das jetzt auf dem Tablet stattfindet oder auf dem Papier, spielt keine Rolle. Es ist Handarbeit und es ist eine Handarbeit, die speziell in diesen Fällen nicht gewürdigt wird. Ja, meine Freunde, damit wären wir wieder am Ende dieses Videos. Ich habe euch jetzt ganz schön die Hucke voll gelabert. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt mit dem Thema, aber es ist eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Als kleines Fazit, vielleicht sind Cummins jetzt Meisterwerk oder Müll.
Sie sind Meisterwerk definitiv. Commons sind kein Müll. Auch eine Common gehört wertgeschätzt. Und zwar nicht nur, wenn sie gerade in einem Deck spielbar ist, sondern auch aus der Perspektive eines Sammlers. Man kann sich durchaus einen kleinen Binder machen. Macht's doch mal testweise. Hm? Ihr habt doch sicher irgendwo einen nicht verwendeten Binder rumliegen. Macht euch doch mal die Mühe und versucht mal einen Binder zu machen, der geil aussieht. Nur mit Commons. Ihr werdet sehen, es wird Freude machen. Und man hat auch was davon optisch. Und es wird auch Freude machen, sich diese Karten anzugucken. Denn Karten müssen nicht immer glitzern und sie müssen nicht immer teuer sein, um toll zu sein. Denn teuer ist in der Regel nicht toll. Ja, das soll es an der Stelle aber auch wieder gewesen sein mit der heutigen Folge Sammelkartencheck. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich bedanke mich. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.